Herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Ja, oder soll ich sagen, lieber Let's Käfer hüten in EverQuest 2. Stundenlang ist hinter Dingern hinterherlaufen oder so. So. Da ist noch eine zweite Wüstentarantel. Die möchte ich eigentlich nicht hier am Arsch haben, so. So, jetzt haben wir 2 von 5 Rückenpanzern und ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr auf die Quest. Ich muss mir jetzt gerade mal ein bisschen Abwechslung besorgen. Und was kann man wunderbar überall zur Abwechslung machen? Genau, Verliesersteller bzw. Verliesfinder. Ruhmeshalle. Zum lustigen Zwerg. Als man selbst spielen. Wir spielen jetzt mal als wir selbst. Knochenbrecher Layout 1. Zum lustigen Zwerg. Lädzone. Gucken wir uns mal an. Da ist der Eingang. Impact. Warte mal, das war's schon. Nur ein Boss, okay. Dann ist es eine dieser Farm-Mate-Instanzen. Oder geht. Nee, es geht hier noch weiter. Also. Ich guck mal gerade. Fällt es ja hier hinten auch überhaupt nichts mehr. Weil die Sache ist noch in Konstruktion oder so. Nee, habe ich das Gefühl, es besteht tatsächlich nur aus einem einzigen Mob. Und dabei könnte man aus einer solchen Instanz so viel machen. Guckt euch mal an, wie groß das ist. Boah, ich hätte hier schon tausende von Ideen, die ich hier umsetzen könnte. Und dann stellt man da vorne an den Eingang einen Mob hin. Wie groß. Boah, ja, ich will das hier nicht komplett durchlaufen. Das ist nämlich, hier seht ihr das. Es ging hier nur noch ein paar Räume weiter, aber es ist halt wirklich nichts. Also, auf geht's zurück. Und gucken, ob wir zumindest ein bisschen Erfahrung bekommen haben. Und dann werden wir uns weitere aussuchen, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind. Und nicht aus nur einem Raum bestehen, beziehungsweise einem Mob. Lalala, lalala. Also verlassen. Naja. Wirklich viel habt es jetzt nicht gemacht. 270 EP. Ist vielleicht so viel, wenn man kriegt, wenn man ein neues Gebiet erkundet oder so. Oder halt für einen Mob bekommt wahrscheinlich, ne? Gehen wir einfach nochmal rein. Deathpix, was ist das denn? Du wirst 2000. Das wurde vor 4... Machen wir einfach mal. Wir gegen 2000, sind das 2000 Mobs, die sie da reingeknallt haben in... Instanz oder was? Das wäre ja lustig. Aber wird auch mega lange eigentlich laden. Und mega laggy sein. Ich bin mal gespannt. Schwebender Verteidiger. Was haben die denn da? Erhöhte Stärke. Die scheinen extrem stark schon zu sein. Wow, und hier sind... Wow, wow, wow. Ich
Bin ich ja mal gespannt. Wenn ich einen One-Hitte, dann dürfte nichts passieren. Jetzt kommen sie alle. Ja! Ich habe gehört, die Instanz ist nicht machbar. Verlies verlassen. Puh! Ja, also die scheint mir schon wieder extrem übertrieben zu sein, die Instanz. Viel zu viele Monster und alle viel zu übertrieben OP gemacht. Da müsste man eine ganz komplette Sechsergruppe sein, um das irgendwie schaffen zu können. Okay, machen wir das nächste. Es gibt ja noch ein paar schöne Verliese, ne? In EverQuest 2. Also selbst erstellte Verliese geht es ja. Soll es in dieser Folge mal gehen ein bisschen. Machen wir mal neu und neu veröffentlicht. Machen wir mal so die neuesten Dungeons. Die Todesgruft. Vor 5 Stunden gemacht. Als Avatar. Wir gehen mal als Avatar rein, ne? Als Avatar haben wir den Vorteil, dass wir nämlich keine richtigen Erfahrungsschulden bekommen. Die werden auf den Avatar aufgerechnet und am Ende haben wir halt gar keine Erfahrungsschulden gehabt. Müssen wir uns nur noch entscheiden, was für ein Avatar wir schnappen. So. Nehmen wir Konstruktsöldner. Warte mal. Hier haben wir auch noch die Skills, ne? Minderung. Aha. Nachtblutzerfleischer. Hui. Ui, das ist nicht schlecht. Damit machen wir einen Schaden und heilen uns gleichzeitig, ne? Witwenmagierin, die hatte ich schon mal genommen. Jinseer hatte ich auch schon mal irgendwann gespielt. Hui, das ist ein Heiler. Machen wir auch ein bisschen Schaden mit, aber dann würden wir ewig kämpfen mit. Ein Zeitgeistverpester. Terrock-Assassine. Uhrwerk-Henker. Aha. Baumgeist-Erdrufer. Es gibt ziemlich viele Avatare, merke ich so gerade. Und Nico Gluck. Ey, Nico Gluck. Ach, den haben wir uns ja erarbeitet. Dann müssen wir den nehmen. Der Nico Gluck. Den haben wir uns ja richtig erkämpft, ne? Was bringt das hier? Gesindel aufscheuchen. Wir haben keine Kraft. Kriegen wir nur Kraft durchs Kämpfen, oder was? So, vorsichtig. Man weiß nie, wo hier welche Gegner sind. Das sind nur die beiden Drogs. Nein, scheiße! Ich hab doch gewusst, da sind noch mehr. Wir müssen den zweiten Skill so oft spammen wie irgendwie möglich, damit wir uns immer heilen können. Mit dem ersten Skill.
fuck. Ja, okay. Ich wusste doch, hier waren noch Gegner. Dass ich da trotzdem reingefallen bin. Oh. Na gut. Machen wir jetzt diesmal besser. Diesmal können wir gegen den hier alleine hier kämpfen. Dann schaffen wir das nämlich auch selbst mit Wiederbelebungskrankheit. So, und jetzt springen wir hier zurück und machen das gleich auf der anderen Seite. Also wie quasi, der Nico-Gluck ist quasi einer, der mit Wut kämpft. Und die Wut muss man halt immer aufbauen mit dem bogenen Schlag. Damit kann man sich dann hier jetzt, mit dem Skill können wir uns halt immer buffen für eine Zeit lang. Und da der halt einen guten Cooldown hat, kann man das eigentlich dauerhaft auch aufrechterhalten. Nicht schlecht schon mal. Getrennter Vikar. Was ist das für eine geile Hand? Ey, das ist... So ein Monster kenne ich noch gar nicht, das ist ja mal geil. So kann man erstmal auch mal ein paar neue Monster kennen. So, die Wiederbelebungskrankheit ist jetzt auch gleich jeden Moment weg. Genau, jetzt ist auch die Wiederbelebungskrankheit weg. Jetzt sind wir auch wieder vernünftig stark. Nico-Gluck ist lustig, mit dem kann man cool kämpfen. Oha. Da ist ein Hohepriester. Ein Kommandeur und sowas alles. Boah. Machen wir mal einen versuchen wir mal einen Buddy-Pull. Na, kommen sie doch alle. Schade. Ich muss nur einen einzigen von denen umhauen können. Wird jetzt nämlich beim nächsten Mal einfacher. Ja, einen haben wir geschafft. Puh. Das war mein Ziel. Also bei so richtig dicken Gruppen, die man eigentlich halt wirklich nur in der Gruppe machen könnte. Ja, ist ja ein Pfeil hoch, lustigerweise, ne? Bei richtig dicken Gruppen, die man nur zu mehreren schaffen würde. Bei denen bietet es sich an, wirklich zu gucken, dass man ganz genau einen einzigen Gegner volle Pulle rausnimmt. Werde ich jetzt auch nochmal machen bei dem hier. Ich rufe halt mit voller Kraft, dass ich genau einen einzigen vernichte. Ja, genau, einen schaffe ich. Wenn nicht sogar noch einen zweiten. Oh, den mache ich aber gut Schaden. Jawohl, den schaffe alle drei noch. Geil. Jawohl, schaffen wir sie. Alle drei, geil. Und das mit Wiederbelebungskrankheit. So, jetzt ganz, ganz vorsichtig reingucken. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl hier. Boah, ich hab's gewusst. Ah, na gut, jetzt sind wir wieder tot. Ich hab's aber gewusst, dass da drüben wieder was war. Ja, musste ja eigentlich sein. So. Sind wir schon wieder am Ende einer Folge angekommen? Tatsache. Ja, okay, in der nächsten Folge werden wir dann diesen Dungeon noch vollenden und dann gucken, was wir danach mal wieder machen. Okay, bis gleich. Ciao, ciao.